Für uns ist das wie eine Niederlage, wie eigentlich für uns jedes Unentschieden wie eine Niederlage ist, weil Unentschieden bringt dich einfach nicht weiter, gerade wenn du oben mitspielen willst, hilft dir das nicht. Das war jetzt unser viertes Heimspiel, dreimal davon nur Unentschieden gespielt, das sind ja 6 Punkte, die dir da fehlen. Und wenn du 2-0 zu Hause führst, wo eigentlich nach dem 2-0 denkt man, man hat anders in der Hand, und auf einmal wieder, wir komplett nachlassen, gar nicht mehr stattfinden irgendwie. Und es hat sich auch leider irgendwie angedeutet, dass es irgendwann nochmal klingelt. Das ist dann leider mit dem Schlusspfiff passiert, ist umso schlimmer. Ja, heute hat die Mannschaft ein bisschen Motivation gebraucht und ich denke mal auch einen Zeitdruck. Und das haben sie dann auch gezeigt. Was mich beeindruckt hat, ist, dass sie sich zusammen motiviert haben, dass sie gemeinsam dann gekämpft haben und an einen Strang gezogen haben. Und den Willen gezeigt haben, den sie eigentlich von Anfang an zeigen sollten. Also wir sind eine sehr junge Truppe. Da fehlt mit Sicherheit noch ein bisschen Cleverness. Aber ich glaube, das muss man, egal welchen Ball man dann hat, irgendwo über den Zaun pieken. Und wir haben hier 3 Spielebälle und wenn alle irgendwo weg sind, dann sind 90 Minuten auch irgendwann um. Also ich fand, wir sind eigentlich ganz gut in die Partie reingekommen. Nach 20 Minuten haben wir ein bisschen die Ordnung verloren. Haben dann auch das Gegentor kassiert. In der zweiten Halbzeit einen doofen Elfmeter bekommen, aber dann Moral gezeigt und nach einem 2-0-Rückstand 2-2 zurückgekommen. Denke ich, ist eine ganz gute Leistung.